1917 ziehen die Familie Perron in ein altes Farmhaus, das von der Hexe Bathsheba war. Sie tötete ihren Sohn und sich selbst, um ihre Liebe zu Satan zu zeigen. Während der ersten nächsten Nächte bemerken die Kinder und die Eltern, dass etwas in sie heimsucht und nichts Gutes im Schädel hat. Die Tage werden immer schlimmer, bis die Mutter Carolyn auf die Demogorgon Ed und Lorraine Warren stößen. Mit deren Hilfe können sie Bathsheba zurück in die Hölle schicken. Conjuring hat eine Laufzeit von 112 Minuten und hat eine FSK-Freigabe von 16 Jahren. The Conjuring wurde am 1. August in Deutschland veröffentlicht. Regie führte James Wan. Conjuring ist wahrscheinlich einer der besten Horrorfilme in den letzten Jahrzehnten. Also meiner Meinung nach. Auch was alleine wegen der Schauspielleistung. Sei es Vera Farmiga, die Lorraine Warren spielt. Ich habe ja schon in der The Nun Review gesagt, dass sie und ihre Schwester wissen, wie man starke Frauen in Horrorfilmen spielt. Vera Farmiga hat ja auch in den ersten Orphan-Teil mitgespielt und hat sie auch eine starke Frau gespielt, Achtung Spoiler, die wirklich in der Lage ist, eine andere Frau zu töten. Und ich finde, das hat sie wieder hier gut hinbekommen in Conjuring. Und auch wie sie dieses liebevolle und dieses herzerwärmende spielt, wenn es um Familie geht, ist einfach so süß von ihr. Auch ein gut ausgewählter Schauspieler ist Patrick Wilson als Ed Warren. Er harmoniert mit Vera Farmiga so gut, dass ich diese Zusammenarbeit mit den zwei so krass fühle. Und ich liebe es, wenn die zwei auf der Leinwand sind, weil die mich immer so catchen. Das ist so krass. Die Kinderschauspieler haben auch recht guten Job gemacht. Man merkt wirklich, wie die Kinder Angst kriegen. Und das ist so, also das catcht einen wirklich so krass, dass man auch ein bisschen Gänsehaut bekommt. Die Regie von James Wan ist ja auch der Hammer in diesem Film. Man merkt einfach, dass James Wan ein guter Regisseur ist. Der weiß, wie lange man auf etwas draufhalten muss, bis die Spannung aufkommt. Er weiß, wie man die Kamera bewegen muss, wie man sie schwenken soll und all das. Also er hat sich auch etwas an andere Filme und Regisseure angeguckt, beziehungsweise bedient. Sei es von Hitchcock, diesen Vertigo-Effekt, der recht häufig in dem Film vorkommt. Aber er hat es immer richtig gut eingesetzt, wenn er dieser Shot von einem Haus kam. Und das fand ich so überzeugend. Ist klar, es war nichts Eigenes, aber er hat es trotzdem gut benutzt, meiner Meinung nach. Das Drehbuch ist auch der Hammer. Man muss überlegen, dass der Film 112 Minuten lang geht. Und für einen Horrorfilm ist das echt lang. Aber es fühlt sich gar nicht so an. Also, das wurde so gut geschrieben, dass man in diesem Film so eintauchen kann, dass die 112 Minuten sich wie 50 Minuten anfühlen. Das ist so krass. Also Conjuring ist wirklich ein Hammerfilm. Es wird nie langweilig, sei es vom Drehbuch, die Schauspieler oder die Regie. Alles in diesem Film ist irgendwie perfekt gestaltet und sehr oft gruselig und mitreißend und bekommt von mir 9 Punkte und ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gibt es auch auf Netflix, ist auch unten verlinkt. Hier findet ihr noch ein paar andere Conjuring-Reviews und bis zum nächsten Mal.